Lager einbauen, Keramiklager. Die Problematik des Einbaus ist vor allem die Temperatur. Die haben einen Abgasstrahl von 600 Grad. Das sollte aber nicht brennbar in der Region sein. Generale, suchst du die Werfer, die vorne dran ist? Das sind in der Regel ganz helle Lampen, auch im Original. Eine Lampe von einem Puma darf man nur ganz kurz die Zeit am Boden einschalten lassen. Wenn Sie sich ein bisschen vorstellen, wie wenn Sie auf einem Fußball stehen. Man kann auf alle Achsen sich bewegen, inklusive nach oben und runter. Das ist sehr leicht und gefordert. Ich empfehle Ihnen selbstverständlich, dass Sie mit einem sehr schwierigen oder starken Namen auch einmal Platz holen. So, jetzt sehen wir wieder. Und sind wohl einige, die wir hier angeführt haben, können wir jetzt kommen. Und nun an die ersten Städten. Die Uhren an, hä? Geil. Aber so ist gut, ja? Die Augusta auf der Innenseite passt unten wahnsinnig mehr als der Mensch. Das ist ein Mäuschen. Auch die Mehrheit kommen sie in ruhigen Fluss und dann mal sind sie hier rein bestückt. Trotzdem von der Größe sind wir wenn ich sehr endlich spiele. Vielleicht kann ich uns mal einen Überflug machen und fahren, ein- und ausfahren. Das wäre noch. Die ist EC-145 in der Bemalung von der Schneckenflugwacht. Und das zweite ist die Nachbau von der Augusta, in unserer Lichterszene. Die Augusta, das ist das, was auch noch mitgebracht ist. Auch hier wieder sehr detailgetreu. Die hat das Einziehfahrwerk. Und in der Luft, im Eisenbruch, kann der Pilot das Einziehen, wie im Original. Das ist natürlich
noch eine bessere Aerodynamik. Der Flug wird aber schneller und der heisst der höhere Reisegeschwindigkeit. Wir haben mit dem Mega-Helm-Film, der jetzt noch am Schweden ist. Und wenn ich sage, ja, jetzt zeigt das Licht, das Paar. Die Landeskiwerfer, Position Lights. Jetzt fahren wir aus. Wunderbar, wie Flugbilder von einem Tal. Es hat einmal eine spektakuläre Figur, das dreidimensional und wohlfühlt eine Künstler-Brücke ist, aber man hat dann wirklich noch gesagt, das sind jetzt vier Dinge, die ständig unter die Fahrführung bekommen. Wir sehen jetzt noch dazwischen das Zweckmodell, also eine andere Art von Helikopterflügen als die naturgetreu.
Wer wird da denken, dass er noch einen Rotor hat, der oben durchdreht? Aber wenn man sich vorstellt, sieht man das eigentlich auch ganz leicht. Wir sehen, dass wir nachher durch den Vorhof, dass wir bauen.